Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier gerade im Mondsicheldorf. Ja, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin noch erkältet. Deswegen nicht wundern. Wir machen mit den Erinnerungen weiter. Und ja, wir machen mit Catherines Erinnerungen weiter und zwar hier im Mondsicheldorf. Fangen wir auch direkt, beziehungsweise in Epona, wir machen die Epona-Erinnerungen, hier die 10 Stück. Wir fangen auch direkt mit der ersten an. Das ist nämlich die Gute hier, die mitten im Mondsicheldorf direkt vor dem Kleidungsladen ist. Bei den Koordinaten X91 und Y326. Ja, das ist Erinnerung Nummer 1. Weiter geht's. Für Erinnerung Nummer 2 müssen wir hinter den Verkaufsstall gehen im Mondsicheldorf, dort wo die Pferde verkauft werden. Dahinter laufen, da ist die Erinnerung Nummer 2. Bei den Koordinaten x gleich 80 und y gleich 327. Ja, weiter geht's mit Nummer 3. Nummer 3 ist jetzt nicht direkt versteckt, aber nicht sofort einsehbar. Und zwar müssen wir hier hinten, ist ja dieses eine Rennen, hier bei dieser komischen verlassenen Farm, müssen wir hier lang reiten auf die Platten auf dem See. Und dann auf Platte Nummer 3 ist die Erinnerung. Bei den Koordinaten x gleich 80 und y gleich 345. Genau. Weiter geht's. Die nächste Erinnerung ist tatsächlich ein bisschen versteckt. Zumindest für mich. Also ich bin hier in dieser Ecke tatsächlich so gut wie nie. Ich laufe jetzt zwar wegen dem Rennen rum, aber ansonsten auch nicht. Und zwar kann man ja hier lang laufen. Kann man ja hier sehen, einmal hier so lang. Da unten ist das Rennen, glaube ich, irgendwo. Genau, hier rennt man nämlich beim Rennen hoch. Wenn mich nicht alles täuscht, rennt man hier beim Rennen hoch und läuft dann hier entlang. Aber man läuft halt hier hinten in die Ecke. Da hinten ist der Bunker. Da hinten ist der Bunker in der Ecke. Und man läuft einfach außen lang. Und da unten ist die Erinnerung. Ich habe das, muss das tatsächlich jetzt auch anhand der Koordinaten suchen. Ja. Und zwar ist das bei den Koordinaten x 65 und y 352. Erinnerung Nummer 4, genau. Weiter geht's mit Nummer 5. Die nächste Erinnerung ist ein bisschen versteckt. Und zwar ist da hinten der Bunker, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist dieser Runenstein. Und vom Rennen aus kommen wir von hier, glaube ich. Wo kommen wir? Moment, Moment. Jetzt muss ich mich selber hier mal erstmal zurechtfinden. Genau. Und zwar reiten wir hier von der Steinbrücke aus, reiten wir direkt hier lang, in die Ecke, wo wir sonst mit dem Rennen beginnen. Einmal zack. Wir können da lang laufen. Ich laufe aber jetzt kurz hier lang. So, hier rüber. Und dann, wupp. Ja, nach Möglichkeit nicht auf die nicht fallen. Hier in der Ecke ist das dann. Genau. Bei den Koordinaten x 52 und y 315. Erinnerung Nummer 5. Weiter geht's mit Nummer 6. Erinnerung Nummer 6 finden wir ganz leicht. Wir müssen einfach nur quasi zu dem Rennen und dann sehen wir das auch schon direkt. Wir müssen einmal wlupp, darüber. Ja, nach Möglichkeit nicht ertrinken in der Zeit. Dann geht das auch. So, jetzt beim fünften Anlauf hat es geklappt. Bei den Koordinaten x69 und y323. Das ist Erinnerung Nummer 6. Weiter geht's. Für die nächste Erinnerung gehen wir einmal kurz zurück ins Mondsicheldorf. Und zwar hier hinter dem Haus von Professor Hayden mit den Spinnen laufen wir einmal hier lang, kurz vor dem Spiegelsumpf ist hier eine flache Stelle im Wasser, wo wir reingehen können und dort ist die nächste Erinnerung. Bei den Koordinaten x111 und y312, 21, Entschuldigung.
Super. Und weiter geht's mit Nummer 8. Für Erinnerung Nummer 8 müssen wir in den großen Donner. Das ist die Schlucht mit der Brücke, über die wir springen müssen. Da hinten ist der Spiegelsumpf in dieser Ecke. Und wir können entweder vom Spiegelsumpf aus hier lang reiten. Da sind wir hier bei der Brücke. Dadurch müssen wir dann. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass wir von hier kommen. Das ist vom Strand, glaube ich. Dann kommen wir vom Strand, glaube ich, gell? Gell? Ja, da oben ist die Brücke. Oh, von hier können wir gar nicht kommen. Aber da ist vor Maria. Dann wisst ihr ja, wo wir sind. Also wir müssen vom Spiegelsumpf aus kommen. Aber ja. Da ist die nächste Erinnerung. Und zwar in der Nähe vom Spiegelsumpf. Also eher am Spiegelsumpf, tatsächlich an der Steinbrücke. Hier. In der Ecke. Da können wir tatsächlich auch von hier aus kommen. Ich persönlich kann mich aber besser orientieren, wenn ich auf dem Weg bleibe. Sonst renne ich nämlich irgendwo hin, wo ich nicht dahin soll. Genau. Bei den Koordinaten x 109 und y 334. Das ist Erinnerung Nummer 8. Weiter geht's mit 9 und 10 und dann sind wir auch schon durch. Für Erinnerung Nummer 9 müssen wir in den Tempel der Abenddämmerung. Das ist der Tempel, der hier oben drauf über dem Haus von den... Ach, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Buttergoods, genau. Von den Buttergoods ist. Ich muss tatsächlich gerade selber kurz mal überlegen, wie man da jetzt da hochkommt. Ah, hier durch? Ja, okay. Also wir reiten am Sonnenblumenfeld vorbei, haben wir ja gesehen. Ah, ne, hier ist ja kaputt. Stimmt. Stimmt. Ich war hier selber schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Mit Tilda selber war ich hier, glaube ich, noch gar nicht. Jedenfalls, hier sind ja die Sonnenblumenfelder. Hier geht es ja hier hinten in die Richtung. Wir reiten einmal hier an den Sonnenblumenfeldern vorbei. Da ist New Hillcrest. Von da kommen wir vom Mondsicheldorf über das Anwesen der Buttergoods. Und dann können wir hier einmal lang gehen und dann suchen wir uns einfach eine Stelle, wo wir rüberspringen können. Zack. Wir können auch da vorne an der Brücke rüberspringen, glaube ich, aber ich gehe jetzt mal hier lang, einfach. So. Reiten wir hier hoch und hier ist der Tempel der Abenddämmerung. Ist tatsächlich ein super schöner Platz. Aber ich glaube, in der Story waren wir noch nie hier oben. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich nur für die Erinnerung relevant. Und ich glaube, hier oben ist noch irgendwo ein Stern, wenn ich mich nicht täusche oder so. Ja, bei den Koordinaten x 103 und y 338. Das ist Erinnerung Nummer 10. Okay, und für Erinnerung Nummer... Nummer 9, Entschuldigung. Für Erinnerung Nummer 10 müssen wir da hoch zum Observatorium laufen. Zum Observatorium Nummer 12. Ich weiß nicht, warum ich immer Numero sage. Keine Ahnung, es hat sich bei mir in der Familie einfach so eingebürgert quasi. Und ja. Ich lebe. Alles gut, ich lebe. Ja, für Erinnerung Nummer 10 müssen wir hoch zum Observatorium Nummer 12. Also... Ist ein bisschen Lauferei, aber es ist auch immerhin die 10. Erinnerung. Also wir sind danach fertig und können danach zu Linda nach Jalaheim. Und für diejenigen, die nicht wissen, wie sie zum Observatorium da hochkommen, es ist auch ausgeschildert. Ja, da kommen wir vom Mondsicheldorf, da ist New Hillcrest, hier den Weg hoch. Oh, guck mal, das ist ein wie heißt der? Goldener Stein, super. Ja, den auf jeden Fall auch am besten mitnehmen, wenn ihr chronisch Schillingpleite seid. Hier hochreiten. Eigentlich müsste man zu dem Zeitpunkt, wenn man diese Erinnerungen machen kann, schon mal hier oben gewesen sein, weil man hier ja in der Herbert-Quest mit nach oben muss. Aber ich sag's trotzdem lieber einmal. Und dann einfach den Weg entlang laufen. Aber nicht ganz nach oben, sondern nur hierhin. Die dritte Kurve oder so. Auf jeden Fall auf der Hälfte des Weges ist die Erinnerung.
Bei den Koordinaten 128, x128 und y311. Damit haben wir alle 10 Erinnerungen gefunden. Ich kann mein Handy wieder anschließen, weil das ist nämlich dezent akkuschwach. Und Linda müsste sich auch jeden Moment melden. Ja, da ist es schon. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, weiter nach Caspians der verlorenen Erinnerungen zu suchen. Komm doch bei mir vorbei, wenn du das nächste Mal in Jalaheim bist. Alles klar, machen wir, meine Liebe. So, wieder bei Linda angekommen. Hallo. Mysteriöser Mentor. Wir sind jetzt bei der Phase in Caspians Leben, in dem sie ihr Schicksal und die Rolle des Soul Rider kennt. Ich frage mich, ob sie die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie wir. Sollen wir es herausfinden? Ja, klar. Nächster Halt, Mondsicheldorf in Epona. Okay. Avalon und Evercray kommen beide aus dem Mondsicheldorf. Echt? Wusste ich gar nicht. Ich frage mich, welche Rolle sie in Caspians Erinnerung spielen. Evercray ist ein sehr wertvoller Verbündeter, seit er wieder in Raydale ist. Ich fühle mich etwas unwohl dabei, hinter seinem Rücken etwas über seine Vergangenheit zu erfahren. Aber wir können jetzt nicht aufhören, stimmt's? Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Naja, und du erfährst ja auch von Avalon und so, was hinter ihm, hinter seinem Rücken. Die wissen ja nicht, dass wir die, dass sie die Tagebuchseiten von Caspian wiederherstellen. Also, gut, vielleicht ist es bei Avalon noch was anderes, aber weil Evercray ist halt fremd quasi in dem Sinne, aber es ist trotzdem hinterherschnüffeln in dem Sinne. Also es ist eigentlich egal, ob das jetzt bei Evercray oder bei Avalon ist. Okay. Dum, 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 dum. Oh, ich liebe das. So, gut. Hier ist auf jeden Fall eine. Anscheinend übt Evercray gerade das Seelenreiten mit Caspian. Ich spüre, wie sie ihr Dienstlicht ausstrahlt, obwohl das hier nur ein Echo aus der Vergangenheit ist. Sie war wirklich mächtig. Wo denn noch? Also ich muss wirklich sagen, ist das Stable. Es hätte euch nicht geschadet, die Erinnerung auch pink zu machen. Sieh dir an, wie Avalon und Caspian beobachtet. Das ist mehr als nur die Bedenken wegen der Methoden seines Bruders. Denkst du, er hatte Gefühle für sie? Armer Avalon. Was? Avalon hat auch auf Caspian gestanden? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Wo ist die nächste Erinnerung? Gut. Die ist wahrscheinlich dann Richtung Mondsicheldorf. Ja, da ist sie. Genau. Oh, Caspian. Sie sieht erschöpft aus. Die Macht eines magischen Kreises zu kanalisieren ist schwer genug. Aber alle vier? Das kann ich mir kaum vorstellen. Du natürlich schon. Evercray wirkt gar nicht wie der zugänglich weise Mann, den wir kennen. Anscheinend war er ein strenger Lehrer, als er noch jung war. Du hast es geschafft. Die Erinnerung ist komplett. Ich sollte uns sicherheitshalber jetzt in die Gegenwart zurückbringen. Wir haben alles aus dieser Erinnerung erfahren, was wir können. Sollen wir uns auf den Weg nach Jalaheim machen? Evercray war Caspians Ausbildung anscheinend sehr wichtig. Ich frage mich, ob er wegen etwas verbannt wurde, das mit der letzten Generation von Soulridern zu tun hat. Können wir ihm nach dieser Reise noch vertrauen? Der Eintrag wartet jetzt in deinem Tagebuch auf dich. Du kannst Caspians Erinnerungen in ihren eigenen Worten lesen. Wir sind der vollständigen Wiederherstellung des Tagebuchs einen Schritt näher. Genau, das ist Kapitel 6. Super. Liebes Tagebuch. Ich weiß, ich habe ewig nichts mehr geschrieben. Aber ich schwöre, ich war einfach zu beschäftigt. Mein Leben hat sich auf seltsame Weise verändert. Erinnerst du dich an Evercray? Er hat mich und die Soul Rider, ich schätze, man könnte sagen, in verschiedenen Dingen ausgebildet. Aber das waren keine Sachen, wie man sie in der Schule lernt. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht einmal sicher, ob jemand so etwas überhaupt beibringen kann. Während ich das hier schreibe, versuche ich immer noch, es selbst zu verstehen. Sollte ich es aufschreiben? Es wäre vielleicht leichtsinnig, wenn man bedenkt, dass es Mächte gibt, die unbedingt mehr über unsere Begabung erfahren möchten. Also fasse ich mich ganz kurz. Wir werden angeleitet, tief in uns selbst hineinzublicken, unsere Gaben wahrzunehmen. Elisabeth ist sehr überzeugt davon, dass sie das Nötige in sich hat. Evercray ist offensichtlich begeistert von ihr. Wer wäre das auch nicht? Sie ist so ein Naturtalent. Eva auch. Sie ist immer so ruhig und gefasst, nimmt sich Zeit, stellt sicher, dass alles genau so abläuft, wie es soll. Wenn jemand gelassen ist, dann sie. Ich dagegen? Ich bin verwirrt und aufgeregt. Aber das ist ja nichts Neues. Naja, komm,
dein Leben hat sich von heute auf morgen quasi verändert und du musst das auch erstmal alles kennenlernen. Es sind ein Haufen Leute um dich rum, die du nicht kennst. Da sind Kräfte in dir, die du nicht kennst. Und außerdem bist du halt auch noch ein Teenager, was halt auch noch dazu kommt. Die erste Liebe und so fängt auch an. Es ist halt viel. Da ist okay, dass du verwirrt und aufgeregt bist. Vor allem, alle haben diese Erwartungshaltung dir gegenüber, Catherine. Das ist von wegen, du bist das Mädchen, du bist die Reinkarnation von Aydin und so. Das ist. Du stehst unter einem ziemlichen Druck. Von daher. Ich spüre die starke, dunkle Anziehung aller vier Kreise, wie eine Art Schwerkraft. Ich bin die Sonne, ich bin der Mond, ich bin das Sternenlicht und ich bin der Blitz. So langsam weiß ich gar nicht mehr, wo ich aufhöre und die vier Sternkreise anfangen. Die Magie, wenn sie einmal aktiviert ist, ist überall in mir. Das ist das großartigste Gefühl der Welt. Ich glaube, es ist das Gefühl ultimativer Macht. Es macht mir ein bisschen Angst. Was, wenn ich nie wieder ich selbst sein will? Es wäre so einfach, die Zügel einfach an die Magie abzugeben. Aber so läuft das nicht. Wir müssen wir selbst bleiben. Unsere normalen Leben müssen weitergehen, so langweilig sie auch sein mögen. Ich lebe inzwischen nur noch für diese kurzen Momente der absoluten Macht. Gleichzeitig beneide ich Elisabeth und Eva, weil sie so kontrolliert sein können. Geht es denn bei Macht nicht allein um die Kontrolle, wenn man mal darüber nachdenkt? Ich glaube tatsächlich, dass es in diesem Sinne nicht gemeint ist, von wegen, dass Catherine sich total mächtig fühlt, sondern einfach, also in dem Sinne von wegen mächtig, ich kann die ganze Welt beherrschen, sondern eher, dass es ein ziemliches Selbstvertrauen, das sie dadurch bekommt, dass sie sich nicht unsichtbar fühlt, dass sie sich nicht schwach fühlt, etc. Und ich glaube, jeder, der das halt kennt, der sein Leben lang eigentlich unterm Radar gelebt hat, kann ich selber auch von mir reden. Habe ich immer mir Gedanken gemacht, bloß nicht auffallen, bloß nicht auffallen. Wenn mich alle ignorieren, ist das das Wunderbarste der Welt. Dann habe ich meine Ruhe. Dann, wenn ich meine Klappe halte, dann guckt mich keiner an, etc. Mittlerweile ist es bei mir halt auch so, dass ich da nicht mehr hin zurück kann, weil ich einfach über die Jahre halt so viel über mich selbst gelernt habe, dass ich ein Selbstbewusstsein bekommen habe, dass ich kein Problem mehr damit habe, aufzufallen. Ich falle sowieso auf, allein aufgrund meines Gangbilds. Aber ich habe halt auch eine große Klappe. Und das ist dieses Gefühl von wegen, ich muss mich nicht mehr verstecken, ist ja auch eine Art von Macht in dem Sinne. Und ich glaube, dass es bei Catherine auch dieses, ich muss mich nicht mehr verstecken, wenn ich die Kräfte in mir spüre. Ich glaube, das ist das. Nicht im Sinne von, ich will die ganze Weltherrschaft an mich reißen, sondern eher, ich bin nicht mehr unsichtbar. Der Winter kommt dieses Jahr ungewöhnlich früh. Der Teich ist schon fast zugefroren. Die Leute im Dorf reden von nichts anderem mehr. Anscheinend ist beim letzten Mal, als der Teich schon so früh im Jahr zugefroren war, eine Art Katastrophe passiert. Die Leute reden so gerne über Schreckliches, nicht? Ich sage dir, diese Insel, manchmal möchte ich einfach nur abhauen. Aber das werde ich natürlich niemals. Ich bin ein Teil dieser Insel, trotz des hämischen Geschwätzes, der Weltuntergangsstimmung und allem. Morgen lässt uns Evercray auf dem Eis üben. Ich kann es kaum erwarten. Und da beginnt die Katastrophe, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Ja, gut. Dann sind wir hier tatsächlich jetzt auch fertig. In der nächsten Folge machen wir dann auch direkt weiter mit Golden Hills. Schließen damit dann das letzte Kapitel von Teil 2 ab. Und ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann weiter in Golden Hills. Danach wird dann noch ein, zwei Folgen in Welldale kommen. Beim Seelenreiten, ich habe mittlerweile so 13.000 Punkte oder sowas. Da habe ich auch noch einiges, da gibt es auch noch viel zu lesen und so ein bisschen Story, ein bisschen Lore und sowas. Das machen wir dann auch noch alles. Und ja, dann können wir den letzten Teil eigentlich recht schnell abhaken. Gut, dann war es das jetzt von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!